06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer, die Winterpause ist vorbei. Am Sonntag geht's wieder los. Und wenn man dich kennt, dann wird es wahrscheinlich auch höchste Zeit dafür, dass das wieder Fußball gespielt wird. Allerdings, ich freue mich total, weil es auch so ein besonderes Spiel ist gegen Arminia Bielefeld zu Hause, Derby. Bin froh, dass es endlich wieder um Punkte geht und dass wir dann wieder loslegen können. Wenn man erst noch einmal auf die letzten Wochen zurückblickt, wie zufrieden, unzufrieden bist du mit der Vorbereitung? Ja, ich glaube, die Vorbereitung ist eher durchwachsen gelaufen, auch aufgrund von Bedingungen, die wir annehmen mussten. Teilweise in der Soccerhalle viel auf dem Kunstrasen trainiert. Jetzt, Gott sei Dank, die letzte Woche durch die Rasenheizung da auf dem Platz trainieren können, was uns sehr gut tut oder gut getan hat. Und ansonsten von der Einstellung, von der Leidenschaft und von der Mentalität der Spieler bin ich eh überzeugt. Die haben gut mitgezogen, haben alles gut gemacht. Wir haben kaum verletzte Spieler, Gott sei Dank. Außer Thomas Koch, der leider immer noch ausfällt, sind die anderen alle an Bord. Und das macht dann auch Spaß. Es geht mit einem besonderen Spiel los. Merkt man dann auch schon eine besondere Motivation die ganze Woche durch? Du merkst das schon seit dem ganzen Winter durch, dass die Motivation da ist, weil eben Arminia Bielefeld kommt und du immer darauf aufmerksam gemacht wirst, wie wichtig das Spiel ist für die Fans und so weiter. Und wir dürfen uns davon aber jetzt nicht so verrückt machen lassen. Ne? Wir müssen schon einen coolen Kopf bewahren, zwar voller Emotionen sein, aber nicht hektisch werden, sondern wir werden da sein auf jeden Fall und wollen das Spiel natürlich gewinnen. Es kommt aber in jedem Fall ein Gegner mit echt viel Qualität auch nach Münster. Du sagst es, es ist eine Mannschaft, die schon individuell eine große Klasse hat, viele erfahrene Spieler drin hat, die jetzt im Winter nochmal nachgelegt hat, mit Mael Korbatz und Momolo zwei Spieler nochmal dazugekriegt hat, die echt eine große Qualität haben. Korbatz sogar noch Ablöse gekostet hat von Bielefeld, von Ferl natürlich. Also es ist schon eine extrem gute Mannschaft. Sie stehen immer noch hinter uns in der Tabelle. Und wir würden gerne, dass das nach dem Spiel immer noch so ist. Personell wirst du nicht viel verraten, aber eins hast du verraten. Im Tor wird Max stehen. Nimm uns da einmal in die Entscheidung mit. Ja, wir haben Max. Max hat sehr gut trainiert. Sie haben beide sehr gut trainiert. Zunächst mal haben wir zwei wirklich hervorragende Torhüter. Das ist ein tolles Problem für uns im Trainerteam, da zu entscheiden, wer im Tor steht. Wir haben uns jetzt für Max entschieden. Das waren Kleinigkeiten. Ein Ticken mehr Erfahrung vielleicht. Und ja, und jetzt freut sich natürlich auch Max. Und wir alle freuen uns jetzt. Wie sehr kribbelt es dann schon, wenn du gleich den, oder nicht gleich, aber am Sonntag den Gang hier wieder rausgehen kannst und das Stadion dann einfach rappelvoll ist? Ja, es kribbelt dann immer, die Gänsehaut ist dann da und du gehst ja durch den Tunnel hier durch und siehst dann die Atmosphäre und erlebst die Atmosphäre. Das ist das, warum wir alle angefangen haben, Fußball zu spielen.